sind sie stark. Ich grüße euch mit einem Pitschepatsche, Pitschepatsche! Was, was, was? Nichts mit Hello oder Alarv. In Geisingen ruft es Jahr um Jahr, zumindest immer vom 11.11.11 Uhr 11 bis Aschermittwoch. Pitschepatsche, Pitschepatsche! Es ist der Schlachtruf, der einen ganzen Ort zusammenhält. Dabei ist das kleine Geising eher weit weg vom Wasser gebaut. Und mit dem durchaus schweißtreibenden Leben der Karnevalisten hat dieser ausgesprochen spezielle Slogan hier hinter den sieben Bergen des Osterzgebirges auch nichts zu tun. Nein, für Pitschepatsche gibt's ganz andere Gründe. Historisch gewachsen, weil traditionell bei uns zum Umzug eigentlich immer schlechtes Wetter ist. Hat sich nicht immer bewahrheitet, aber es rührt daher. Und vielleicht ist auch deshalb beim Geisinger Ski- und Eisfasching zwar alles ein bisschen genauso wie in Köln, Düsseldorf oder Mainz, aber trotzdem alles ganz anders. Wir sind kein Kommerzfasching. Wir sind, sagen wir, einfach auf dem Boden geblieben und haben gesagt, okay, wir feiern einfach den ländlichen Fasching und das haben wir uns eigentlich bis heute bewahrt. Auch hier gilt, je gewichtiger die eigene Klappe, umso opulenter die Narrenkappe. Will heißen, die meisten Zacken an der Krone hat der Chef. Wenn ich jetzt mal meine Kappe abnehme, das ist die entscheidende. Die und die. 1, 2, 3. Ähnlich gezackt hat freilich auch der Prinz. In Geisingen eine Art Irrter in Strumpfhosen. Bis Aschermittwoch hieß er Michael III. Mit Prinzessin Silke an seiner Seite. Auch im echten Leben sind die beiden ein Paar und werden's, wie es aussieht, auch bleiben. Trotz etlicher Konflikte in ihrem Job als Monarchin auf Zeit. Meinst du nicht auch, dass meine Frau schön ist wie ihr Gemälde? Ne? No, und wann hängst du auf? Prinz Michael war schon immer sexy. Er geht also ab wie eine Rakete. Wir erleben live die Eroberung des Weltalls durch Kosmonauten aus Geising. Oh, ich glaube, wir haben Live-Bild. Was bislang weder den rheinischen Pappnasen noch der NASA gelang, das haben sie geschafft. Den ersten Flug zum Mars und die Entdeckung nicht grüner, sondern blauer Männchen. Geising ist Weltraummacht. Und wir haben die Himmelsstürmer auf ihrer Mission sogar begleiten dürfen. Ja, wir sind Geising, wir kommen. Ja, und ja, unsere Fahne steckt ja schon dort. Also, wenn es noch kein Leben gibt, jetzt gibt's welches. Was umso mehr fürs gemeine Faschingsvolk gilt. Denn spätestens nach der Rückkehr vom eiskalten Mars wird's endgültig heiß im Saal. Die Letzten gehen gegen 6. Um kurz danach schon wieder hier zu sein. 8 Faschings, Verzeihung, Karnevalspräsidenten kämpfen um den Pokal im Eisstockschießen. Schließlich heißt das Ganze ja auch Ski- und Eisfasching. Der Platzhirsch allerdings schießt knapp am Finale vorbei. Der Sieg geht an die Pappnase vom Nachbartal nach Diepoldiswalde. Wir brauchen immer Leute, die wiederkommen. Darum heißt es ja Wanderpokal. Angst, die Leute könnten wegbleiben, braucht der Präsident nicht zu haben. 1600 Seelen hat der Ort. Beim obligatorischen Umzug drängeln sich schätzungsweise 5-mal so viele. Geising, heimliche Hauptstadt des Osterzgebirges. Jedenfalls, solange Karneval ist. Am nächsten 11.11. ist es wieder soweit. Die frische Waldluft macht natürlich hungrig und durstig, Herr Dage. Dazu kommt ja die schwere Arbeit, für die man